Hi, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich darf heute den Donnerstagsanstoß machen und möchte euch mit reinnehmen in den Vers, den ich vor ein paar Tagen in meiner Bibellese gelesen habe. Und zwar steht der Vers in Johannesevangelium Kapitel 17. Das ist der Vers 3, der ist eingebettet in so ein Gebet, das Jesus spricht. Und in diesem Gebet dankt er seinem Vater für diese Leute, diese Christen, die Gott ihm anvertraut hat und er, Jesus, ihnen das ewige Leben schenken wird. Und dann kommt der Vers 3, der mich irgendwie ja noch weiter beschäftigt hat. Und da sagt Jesus, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, dass das ewige Leben für mich gefühlt was ist, was noch ewig weit weg ist. Irgendwas, so eine christliche Vertröstung auf das, was nach dem Tod kommt, eine christliche Vertröstung, vielleicht auch manches Leid hier auf der Erde auszuhalten. Aber nee, Jesus, seine Definition ist nicht auf irgendwas Vages in der Zukunft, sondern er sagt, das ewige Leben zu heißen, heißt dich, Gott und Jesus Christus zu kennen. Also das ewige Leben ist was, was schon heute irgendwie erlebbar ist. Was heißt denn, Jesus zu kennen? Jesus zu kennen heißt nicht irgendwie nur so, ah ja, Jesus, von dem habe ich schon mal gehört, ich weiß, wer der ist. Nee, wenn die Bibel von kennen oder erkennen spricht, dann geht es da nicht um irgend so ein intellektuelles Verstehen, sondern da geht es um so eine ganz tiefe Verbundenheit. So eine tiefe Beziehung, sagen wir auch dazu. Und es ist das Spannende, dass der Mensch tatsächlich von Gott geschaffen wurde zu dieser tiefen Beziehung. Und deshalb, Jesus, in dieser Beziehung ist Leben zu finden, dieses ewige Leben, weil Gott das Leben ist und weil der Mensch dafür, für diese Beziehung geschaffen wurde. Und Jesus sagt es selber, Jesus sagt, hey, ich bin das Leben. Und an einer anderen Stelle sagt er, hey, komm zu mir, bei mir findet ihr Leben in Fülle, so ein erfülltes Leben. Ja, also das ewige Leben ist in der Beziehung zu Gott heute schon da, heute schon erlebbar. Und einer, der das kapiert hat, das war der Paulus. Da möchte ich euch noch mit reinnehmen in Philipper Kapitel 3, Vers 8, wo er das ein bisschen beschreibt. Da sagt er, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das ist das, wo der Paulus seinen größten Gewinn findet und wo für ihn dieses ewige Leben anfängt, diese Verbundenheit mit Jesus. Alles andere ist Müll. Ist unwichtig. Diese Verbundenheit, diese Beziehung mit Jesus, Jesus zu kennen, das ist das, worauf es im Leben ankommt. Das ist das, was Jesus als ewiges Leben bezeichnet. Ja, wie sieht es bei dir aus, Jesus kennenlernen? Hat dein ewiges Leben angefangen schon? Mit den Fragen entlasse ich euch heute in diesen Donnerstag und wünsche euch einen gesegneten Tag und einen Tag, in dem jeder von euch Jesus Christus ganz persönlich begegnen wird.